Hauptsache Grand B. Grüßt euch. Herzlich willkommen zum ersten Vlog unserer neuen Kreuzfahrt mit der MS Artania durch den Indischen Ozean. Wir sind kurz vor der Abreise, gepackt ist alles. Ich hoffe, es funktioniert auch alles. Wir werden abgeholt, nach Tegel zum Flughafen gefahren. Von dort geht es mit Air France rüber nach Paris und dann ebenfalls mit Air France auf der 777 nach Port Louis, Mauritius. In dem ersten Vlog nehmen wir euch mit. Die ganze Anreise, auch die Einschiffung aufs Schiff und wir werden direkt nach der Einschiffung, bei euch sieht es aus, als ob es heute Abend wäre, in Port Louis, Mauritius, schön in der Stadt kreolisch essen gehen. Also freut euch auf den Vlog, freut euch auf Mauritius und freut euch auf den Indischen Ozean. Es werden mehrere Vlogs werden und ich wünsche euch allen viel Spaß und wenn es gefällt, Daumen hoch. Ansonsten bis denne. Ja, ihr Lieben, wie versprochen, Berlin, Tegel, Airport. Und wie es seit Jahrzehnten der Brauch ist, bevor wir in Urlaub fliegen, gibt es einen Aperol Spritz. Und die Dinger hier, die sind besonders groß. Das haut uns gleich weg. Also einschenken hat geklappt. Ich hoffe, wir sind weg. Ich hoffe, wir kommen pünktlich raus. Und auf der Langstrecke haben wir leider keinen Fensterplatz gekriegt. Das ist aber am Gang, aber das Ding läuft ja zu 90% durch die Nacht. Das wird uns auch nicht ausmachen. Wir berichten dann später aus Paris. Tschüss! Jo, hallo. Paris sind wir jetzt gelandet in dem recht gut übersichtlichen Flughafen und sind jetzt auf dem Transferweg. L45 müssen wir. Hat natürlich keiner eine Ahnung, wo so das ist. Irgendwie werden wir da hinkommen. Und ja, das ist ein absoluter Irrgarten hier. Frankfurt ist ein Dreck dagegen. Aber wir haben ja noch 3 Stunden Zeit. Hunger haben wir auch. Aber richtig. Genau, Conny hat richtig Hunger. Und wir schauen, wie es weitergeht. Und zeigen dann gleich, wie der Hunger gestillt wird und wie wir das Geld gefunden haben. So, wir sind schon gut 10 Minuten am Laufen, um den Terminal zu wechseln. Und naja, 20 Minuten bis zum L stand da eben. Aber ich nehme an, wenn wir weiter, werden wir in weiteren 10 Minuten haben. Und da ist jeder ungefähr, danke Conny für den Tipp, wo wir noch hin müssen. Ja, ich weiß, da fährt eine Rollbahn, aber wir haben noch ein paar Stunden Flug vor uns. Da macht es mehr Sinn, wenn wir uns etwas bewegen und laufen. Ja, das ist einfach irre hier. Nochmal, wie gesagt, Frankfurt ist ein Dreck dagegen. Hier. Jo, guten Abend. Paris und kein Ende. Ja, der ist immer. Ist überall rumgeturnt, kommen natürlich aus dem Sicherheitsbereich nicht raus. Und das einzige Restaurant, was vernünftig ist, hat wegen technischen Versagens geschlossen. Erstmal hier, da, guck mal. Ganz toll. Lecker, lecker Wurst-Käse-Baguette. Wir sind begeistert. Wein. Feinste Qualität. Aus feinstem Glas. Conny, dann sagen wir doch mal Wurst. Naja, jetzt haben wir schon zum dritten Mal das Gate geändert. Jetzt müssen wir noch mal um die Ecke laufen. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Hier wird jetzt geschlemmt. Bis später im Flugzeug. Ja, geht los. Hallo Conny. Hi. Einsteige bereit? Ja. Okay. Dann gucken wir mal. Dann ist ein bisschen Stau, aber schauen wir mal, gleich werden wir drin sein. Gepäck verstauen und
Conny sagt immer die ganze Zeit schon, sie freut sich auf das Champagner, den es hier gibt. Was soll man erzählen? Ach. In der Holzklasse gibt es kein Champagner. Erzähl nicht sowas. So, hier sind dann die Business. Business sind dann 2-3-2er Bestuhlung. Das ist eine alte 777. Das ist ja alles, naja, nicht mehr zeitgemäß, aber gemütlich. Na, Conny? Ja. Conny sagt ja. Aber da sind wir ja nicht. Wir sind eins weiter. 2-3. Nochmal so, das sind unsere Plätze. Das ist ordentlich. Conny, rück rein. Conny staunt. Bist du verrückt? Was hast du denn gemacht? Ich film gleich nochmal frech hier ins Publikum. Ja. Hallo, Conny staunt ein bisschen. Ja, ich habe ein bisschen umgebucht, deswegen haben wir auch keinen Fensterplatz. Wir haben keiner mehr frei, aber ideal, wir sind hier in der Premium Economy. Wir haben hier Platz wie Sau und ja, ich hoffe, ich werde während dem Flug noch ein bisschen was zeigen können und dann schauen wir. Also, das ist hier im Fußraum Platz ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wohin mit die Füße. Das ist relativ breit, das ist relativ gemütlich und vor allem fehlt pro Reihe ein Sitz, damit die breiter sind. So kann man Lachen aushalten. See you later. Conny staunt immer noch. Conny, sag was. Ich kann es nicht fassen. Also, bis nachher. So, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf die Getränke. Da hinten ist noch Druck der Bär. Und der Economy. Und uns geht es eigentlich hier relativ gut, Conny. Hast du Platz im Sitz? Ist der breit genug? Was gibt es hier am Sitz? Es gibt hier schön eine Lampe. Hier sind unsere Kopfhörer. Hier ist die Sitzverstellmöglichkeit. Unser Wasser ist schon da. Und hier das Entertainment System. Sehr toll, sehr viel Platz und sehr gemütlich. Und vor allem meine Haxen bringe ich hier überall unter. Wie? Nein, Conny. Bildschirm da vorne ist nicht an. Leute, also ich kann hier Bildschirm umstellen an der Kamera. Jetzt sitzt der hintere Bildschirm an und nicht der vordere. Ich zeige euch das irgendwann im Video mal, wie das mit der Osmo Action hier funktioniert. In case of the loss of an electronic device, please avoid manipulating your seats and call a crew member. Pour votre sécurité, vos bagages et les appareils les plus volumineux doivent être rangés pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage. For your safety, your baggage and your baggage devices must... Guten Morgen allerseits. Wir haben noch etwa 1,5 Stunden bis Horizon zu fliegen. Wir sind am Frühstück aufgetischt. Morgen ist auch schon wieder etwas übertrieben. Hier ist morgen schon seit 5 Stunden locker hell. Aber die Blades mussten unten bleiben. Hier war Nacht befohlen. Haben eigentlich alles ganz gut rumgekriegt. War angenehm hier in dem Premium Economy bei der Air Force. War viel Platz, ist sehr gemütlich und wir konnten sogar etwas schlafen. So, jetzt frühstücken wir und dann schauen wir zu, dass wir sauber die Länder bewegen und sind mal gespannt, wie es Wetter Mauritius ist. Wir sehen uns dann auf der Insel. Was war?
Ja, nach knapp 11 Stunden Flug sind wir hier. Was uns hier bei der Fahrt über die Insel schon auffällt, alles wie im Katalog fürchterlich grün. Aber es ist halt auch alles Regenwald. Ihr seht es an den Wolken, die Berge, die Hügel halten die feuchte Luft auf den Indischen Ozean auf und das ist nicht umsonst hier so grün. Es regnet auch oft. Ich hoffe, wir bleiben von den schlimmsten Dingern verschont die beiden Tage. Jo. Und kriegen nicht den Hintern gewaschen wie die Gäste, die gestern auf Oslo vom Arcania waren. Wir haben es geschafft. Da ist sie. Unsere MS Arcania. Und die Conny ist auch dabei. Conny, siehst du deine Kamera? Ja, komm. Conny meint, es ist warm. Mal gucken euch hier mal um, wie das hier aussieht. Gleichbilder von der Phoenix Bar. Ja, Leute, ich weiß, Conny kann es nicht mehr hören. Jedes Mal der gleiche dumme Spruch, wenn wir hier ankommen. Aber auch heute. Weil uns geht's wie dem Engel Aloysius. Wir kommen an die Heckbar, finden unseren Platz. Unser Platz ist frei. Wir setzen uns hin und trinken ein. Kühles Bier. Der Urlaub kann beginnen. Prost, Gemeinde. Für den dummen Spruch. Schon haben ihn einen Kopf gehauen. Ja, zu schwer war. So Leute, geht gleich vom Tisch wieder weg. Hier ist der Winnei, unser Fahrer. Und der möchte uns jetzt ein bisschen was von Port Louis, Umgebung und nachher auch noch was zum Essen zeigen. Ha, einen Hunger haben wir jetzt auch. Fahrt einfach mit. Einkaufszentrum, oder? Ja. Einkaufszentrum. Ja. Das heißt, wir haben das gut angekommen. Waterfront. Flammenbaum. Die blüht ja hier im November, ab November. Ein sehr schöner Dach. Ganz rot. So, da wie die Flammenbäume habt ihr gehört. Wir nähern uns hier mit dem bekanntesten Strand, Morshore Sea. Und die Sonne geht unter, vielleicht haben wir noch ein paar schöne Bilder, vielleicht kann ich noch ein Foto noch was Schönes machen. Schauen wir mal. Wir sind jetzt am Strand von La Shore Sea. Irgendwo ist auch Conny. Conny ist auch dabei. Das Zelt, was ihr eben gesehen habt, das kennt ihr vielleicht auch von Deutschland. Zelt für die Angler. Die ganzen Tag am Angeln sind. Und jetzt kommt, jetzt drehe ich mich da langsam mal rum, weil das ist der Strand und hinter mir die Angler. Und da hinten irgendwo in den Wolken geht gleich die Sonne unter. Aber das müsst ihr euch mal geben hier, den Strand. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt der Wahnsinn. Der zieht sich hier so richtig schön um die Bucht rum. Blütend weiß, keine Sau, außer die Angler und wir hier. Super, das ist doch bärig, oder? So mal so, das ist Urlaub, Leute. Da ist eine Bäche, die würde gleich einspringen. Und die Herzen, die fühlen sich ja schon so weit. War auch nötig.
Jetzt sind wir natürlich jetzt bei den Touristen und bei den Hunden. Also hier tobt der Tourismus, eine der bekanntesten Buchten und Häfen, Grand Bay. Und guck mal, wie schön da die Sonne untergeht. Also eigentlich sehr idyllisch, wunderbar, klasse, aber auch sehr touristisch. Ich drehe mal rum. Conny, wink mal in die Kamera. Grand Bay. Ich schaue mich hier mal gerade um. Hier landen hier Fisch an und verarbeiten den, so wie es aussieht, auch. Das ist hier, wird auch gegrillt. Nee, wird nicht gegrillt. Hier sind, guckt euch die Fliegen hier an. Das ist schön. Ne? Hier, frischer Fisch. Wunderschön. Allerdings, ihr seht, die Fliegen finden auch, dass das wunderschön ist. Leute, wisst ihr, was das Geile an so einem privaten Führer ist? Man kann Strände besuchen, wie und so viel man will. Ich muss hier mal die Kamera verstellen. Wir sind am nächsten und die Sonne ist immer noch nicht untergegangen. Und der hier ist wirklich wunderschön. Und nicht in Reisegruppe Sonnenschein mit den Damen und Herren fußkrank unterwegs. Das ist wirklich wieder super. Das ist, ja. Ich ärgere mich schon wieder, dass ich keine Badesachen bei habe. Guckt da mal hin. Conny, wir sind in Mauritius, Conny. Ja Leute, weiter geht's. Wir hauen euch hier die Strände in Mauritius im Minutentakt um die Ohren. Wir sind jetzt hier so ziemlich an der nördlichsten Ecke. Aber es geht schon noch weiter, aber das ist dann nicht mehr erschlossen. Und hier sieht's echt wie an den anderen auch wieder super aus. Und das Interessante hier ist halt diese Pilseninsel, die hier mittendrin ist und die auch ziemlich genau den nördlichsten Punkt hier von Mauritius markiert. Bin mal gespannt, ich drehe mich noch mal ganz schnell um. Da hinten zupfen etwas Wolken rein. Ich hoffe nicht, dass wir hier gleich einen feuchten Hintern bekommen, sondern uns die Tour auch noch sauber fertig machen können und an der nächsten Ecke hoffentlich einen schönen Sonnenuntergang sehen. Weil das dauert nicht mehr lange, ist der Planet weg. Nur wenn er jetzt weggeht, sehen wir nicht, das sind die Wolken. So, das ist hier jetzt Rote Dachkapelle, sagen die hierzu. Wie das ein Einheimisch heißt, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und das Ding liegt dermaßen idyllisch. Das ist schon bekloppt. Na, schaut euch hier mal an. Hier. Hat doch was. Okay, der Strand ist jetzt ein wenig klein, aber ist ja keiner da. Das würde für uns reichen. Und damit auch das Multikulti hier wirklich auf einem Steg vereint. Und da vorne ein Fotograf mit einem Hochzeitspärchen. Die machen Hochzeitsfotos. Mit der Kamera kann ich leider nicht ranzoomen. Aber ich denke, man sieht es auch so.
So, das ist unser Auto mit dem Guide. Und dann sind wir zum Restaurant gefahren. Da schauen wir mal, was er uns da empfohlen hat. Und ja, nicht allzu weit weg vom Strand, aber auch weg von dem Massenauflauf. Da hinten ist die Sonne schon weg. Und ja, sieht klein und gemütlich aus hier. Freunde, möchtest du hier draußen? Da bist du drin. Ja, ich freue mich. Guck mal, ist warm, ne? Ja. Dürfen wir hier? Hier. Also, wir haben entschieden, im Außengemach trotz Straßenlärm. Na gut, sind hier Lichtverhältnisse, die ich hoffentlich noch nachbearbeiten kann. Wir sind ja gerade die einzigen Gäste. Essen Poisson à la Creole, also kreolischen Fisch. Was immer das ist, wir werden es euch zeigen. Und trinken dazu ein einheimisches Bier. Lest mal, wie das heißt. Phönix. Wie unsere Reederei. Zum Wohl und gleich mit Fisch. Ja, mittlerweile ist das Essen da. Unser kreolischer Fisch. Das haben wir schon aufgegessen. Das Phönixbier wird noch vernichtet. Mindestens noch eins. Und hier schauen wir mal, was uns das hier alles bietet. Wird uns sicher schmecken, so wie es aussieht. Ja, ihr hört, was hier los ist. Wir sind wieder auf dem Schiff. Und ich finde hier einheimische Folklorengruppe auftritt. Sehr laut, sehr schön. Und damit beende ich den Vlog für heute. Und für meinen Vlog morgen dann eine Woche später. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es nicht gefallen hat, deckt den Mantel des Schweigs darüber. Jetzt sei.